Eieiei, wann sonst im eigenen Schweißbaden als heute? Schönen guten Tag und herzlich willkommen hier zu The Diary heute. Bei gefühlten 85.000 Grad und einer Kleidung, die das Ganze kein Deut besser macht. Zu einer, ich schätze mal, etwas späteren Stunde wird dieses Video etwas rauskommen. Der Satz hat absolut keinen Sinn gemacht. Jeder Versprecher wird auf die Hitze geschoben, ist klar. Und wir haben schon wieder 16:45, weil ich mir bei der Hitze eigentlich nicht so viel Gedanken um Videos gemacht habe, sondern mehr um mein leibliches eigenes Wohl. Deshalb jetzt immer dabei mein tolles rosa Handtuch. Falls mir warm ist, hier liegt's. Und ich bin gerade ein bisschen blöd auf den Stuhl drauf getreten, egal. Boah, ist heute ein Tag gewesen. Heute war Wandertag bei mir an der Schule, was darin ausartete, dass wir in die Nachbarstadt ans Ufer eines Flusses gegangen sind. Wir waren am Rheinufer und waren dort im Strandbad und haben gegrillt. Zumindest hatten wir das vor. Der Grill stellte sich bloß ein bisschen als blöd heraus, weil es war einfach kein Grill, wo man hochziehen konnte, was rein und wieder runter und fertig. Nein, man musste so kleine Häufchen unten reinkippen, das war extrem blöd. Aber ansonsten ging es eigentlich bis auf die Millionen und Abermilliarden Wespen, die sich kurz nach dem Aufmachen meiner Apfelsaftflasche, die ich komischerweise seit neuestem immer mit mir rumschleife, also nicht immer dieselbe Apfelsaftflasche, sondern immer eine Flasche Apfelsaft, haben diese Viecher diese Flasche befallen. Und ich habe die dann einfach so 12 Meter von uns weggestellt und habe dann mal so eine kleine Schale genommen und mein Lehrer hat dann ein bisschen Apfelsaft da reingekippt. Am Ende waren da locker 13 tote Wespen und 40 allein, die außen rum sind. Und ich musste das Zeug irgendwann mal ausleeren. Das hat danach so geendet, dass ich plötzlich da gestanden habe mit dieser Dose hier in der Hand und voller irgendwas, voller Apfelsaft, Limonenpampe, tote Ameisen, tote Wespen und du läufst einfach so runter zum Rheinufer und um dieses Ding rum fliegen 1000 Milliarden Wespen. Und ich bin noch nie von einer Wespe gestochen worden und ich habe es geschafft, das heute nicht wahr werden zu lassen. Damn, ich bin so stolz auf mich, darauf erstmal rosa Handtuch. Und es ist einfach mega krass dieses Jahr, diese Insekten sind überall. Aber komische Tiere, ich glaube, das hatte ich erst vor ein paar Wochen als Thema. Aber sag ich irgendwann anders da, wenn mich eine Wespe erwischt. Weil heute soll es nicht um komische Insekten gehen, die meine Brotdosen belagern, sondern um etwas, was ich gestern eigentlich sagen wollte. Aber da habe ich mich, kam halt sorry for being a douche zwischen rein und deshalb kommt das jetzt erst. Ich habe vor ein paar Tagen die 100-Tage-Grenze geknackt. Damn. Und ich kann es immer noch nicht so wirklich glauben, weil für mich ging diese Zeit einfach, die ich mit The Diary jetzt verbringe, extrem schnell rum. Und ich weiß nicht, wer seit Anfang mit dabei ist. Ich freue mich aber über jeden, der seit Anfang mit dabei ist. Und danke wirklich für jeden, der zuschaut, der mal reinschaut, der auch sagt, das mag ich nicht oder ich mag deine Videos nicht oder hey, deine Videos sind geil. Ich freue mich über jede Art von Kritik, weil, ja, ist halt meine Einstellung und, ja, ich glaube, mir würde jetzt etwas fehlen, wenn ich aufhören würde. Also, es wird weitergehen, definitiv mit The Diary. Es ist nicht nach 100 Tagen Schluss. Es ist auch nicht nach 100 Videos Schluss, also es sei denn, es kommt wirklich was Hartes zwischen rein, was ich nicht denke, was jetzt kommen sollte, weil was sollte schon kommen? Aber ich weiß nicht, was in der Zukunft ist. Und das habe ich auch schon ein um andere Mal hier schon gesagt. Aber ich freue mich vor allem auf die Zukunft mit The Diary und vor allem über die 100-Tage-Grenze hinaus, weil es kommt viel. Und was ich gerade in der Mache bin, ist noch ein Remake, sage ich jetzt mal, meines Channel-Trailers, weil mein Channel-Trailer, den habe ich vor meinen ganzen Videos gedreht. Und wenn euch ja mal jetzt den Channel-Trailer anschaut und dann
meine The Diary Videos jetzt, werdet ihr eventuell merken, dass da ein bisschen Veränderung drin ist. Eventuell gibt es in diesem Video wieder Schnitte, was ich nicht denke, weil ich in einer Stunde weg muss und ich weiß nicht, wie das Video bis dahin fertig wird. Und ich will es ja heute noch raushauen, vielleicht kommt es wieder um 11, ach, ich habe keine Ahnung, ihr seht's, wann ihr es seht. Und ja, es gab viel Veränderung auf meinem Kanal, zumindest für mich, für euch jetzt eher weniger, weil für euch bin ich auch nach 100 Tagen immer noch der Depp, der sich fast jeden Tag vor die Kamera setzt, seine Zeit damit verschwendet, mit seiner Kamera zu reden. Und ja, aber für mich habe ich The Diary immer so als eine kleine Therapiestunde gesehen, einfach, dass ich mich jeden Tag einfach mal hinsetze und einfach mal über das rede, ja, was meiner einer so belastet. Und ich habe gerade eine Überleitung von Belastung zu Hitze gesucht, aber das schenke ich mir jetzt mal, weil ich schätze mal, ihr alle wisst, dass es heiß ist, und verzeiht mir hoffentlich, dass ich ein bisschen verpeilt bin. Ich hoffe, ich kann das durch Schnitte kaschieren, wenn ich welche mache. Bla bla bla, hiopai. Ich wäre fertig für heute und wünsche euch noch einen schönen Dienstagabend. Und wir sehen uns im nächsten Video wieder. Bis dahin, danke fürs Zuhören.